Annemarie feiert ihren 55. Geburtstag und ihr 33. Berufsjubiläum. Sie ist eine der wenigen Landhebammen in Niedersachsen. Viele Familien, deren Kinder sie auf die Welt geholt hat, sind gekommen. Zu manchen haben sich langjährige Freundschaften entwickelt. Wie siehst du denn? Hallo. Ich bin der Storch. Euch soll der Storch hacken. Sie feiert auf dem Gut, auf dem sie aufgewachsen ist. Vor ein paar Jahren erst hat sie sich als freie Hebamme selbstständig gemacht, betreut Familien vor und nach der Geburt. Auch ihre alte Lehrhebamme Thea ist gekommen. Hey Dorian, du Penner! Mehr als 5000 Kindern hat Annemarie bereits auf die Welt geholfen. Schramme, ich wollte da nicht mit drauf. Das ist mein Ulf. Den habe ich vor fast 30 Jahren geholt auf die Welt. Also einer der Ersten? Du bist der Älteste heute hier von meinen Kindern. Ach so, schön. Weil kein älterer hier ist. Danke. Annemarie ist Beleghebamme im Krankenhaus in Wittingen. Die geburtshilfliche Abteilung hat einen sehr guten Ruf. Bis zu 40 Kilometer und mehr nehmen werdende Eltern auf sich, um dort zu entbinden. Regelmäßig zeigt Annemarie Eltern aus ihren Geburtsvorbereitungskursen den Kreissaal. Und hier nebenan ist das Badezimmer, da kann auch eine Wassergeburt gemacht werden. Und wie ihr ja seht, dass wir hier im Kreissaal, wir haben hier auch alle Instrumente, zum Beispiel das CTG-Gerät. Und die anderen scharfen Instrumente haben wir im Schrank versteckt, dass das nicht so schockig ist immer. Haben wir alles, brauchen tun wir wenig. Und wenn wir merken, dass das Kind kommt, dann machen wir diese Ferkellampe an. Dann wird der Landeplatz angewärmt, wo das Kind dann hinlandet. Und dann wird es ganz warm und kuschelig. Annemarie ist vom Typ her sicherlich jemand, auf den die freiberufliche Tätigkeit mehr zugeschnitten ist. Nicht, die sich nicht so furchtbar gerne unterordnet, die gerne eigenverantwortlich arbeitet. Und ich denke, da war Wittingen vielleicht etwas besser auf sie zugeschnitten als eine Klinik, wo festangestellte Hebammen arbeiten. Dankeschön! So, dann können wir da über den Platz noch mal bummeln. Silke, vergiss dein Kind nicht. Wie immer lädt Annemarie nach der Kreissaalführung die Familien zum Eisessen ein. Das System der Wittinger Klinik, mit freiberuflichen Beleghebammen zu arbeiten, gibt Annemarie die Möglichkeit, die von ihr bereits während der Schwangerschaft betreuten Frauen auf Wunsch auch im Krankenhaus zu entbinden. Regelmäßig trifft sich Annemarie mit ihrer Nichte Annette. Annette, die ebenfalls Hebamme ist, profitiert sehr von der Berufserfahrung ihrer Tante. Bei der Vorbild ist Annemaries Hebammenausbilderin Thea, die, obwohl seit einigen Jahren in Rente, immer noch Schwangere betreut und zu Hausgeburten hinzugezogen wird. Für Annemarie ist dieser enge private und berufliche Kontakt sehr wichtig. Fast täglich telefonieren sie miteinander. Annette arbeitet ebenfalls als Beleghebamme in Wittingen. Ihr gefällt, dass hier die Hebammen weitestgehend selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten können. Auch hat sie die Möglichkeit, alternative Geburtsmethoden anzubieten. Im Mittelpunkt steht immer die Gebärende und nicht der medizinische Apparat. Annette bereitet den Kreissaal für eine Geburt vor. Seit einem Jahr ist sie in Wittingen. Ihre Bereitschaftsschichten dauern im Normalfall 12 Stunden. Oft aber betreut sie zum Ende ihres Dienstes eine Gebärende und möchte diese nicht an eine Kollegin abgeben. So bleibt sie dann 18 oder 36 Stunden im Kreissaal, wie zum Beispiel für ein paar Tagen. Ja, das war letzte Woche. Da waren 3 Geburten. Und in der Nacht war auch noch eine Frau, die musste ihr Kind in der 16. Woche gebären, weil das Kind als nicht lebensfähig diagnostiziert wurde. Also ich habe es noch nie erlebt, dass da eine Geburt in Gang war, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, dass ein Kind lebend geboren wird und wenn es denn da ist, dass es stirbt. Ich denke, das steht mir noch bevor, aber ich weiß auch, dass ich da so von meiner Art mit Tod oder mit Leben auch umzugehen sicherlich gut mit fertig werde. Und das hat mir diese Betreuung letzte Woche auch wieder gezeigt, dass
das zu einem natürlichen Umgang mit Leben, auch der natürliche Umgang mit Tod gehört und dass wir auch versuchen müssen, auch im Krankenhaus ein bisschen Zeremonie da wieder mit reinzubringen. Und da in der Situation war, dass das Kind nicht weggenommen wurde und dass der Raum durch Kerzenlicht erleuchtet wurde, was man ja auch unter der Geburt macht, und man sich über das Kind unterhält und ja, das Kind bei der Mutter lässt, so gehört es sich eigentlich. Und das haben wir auch gemacht. Das war dann eben so ein Tag, wo ich von morgens 8 Uhr bis zum nächsten Tag 16 Uhr hier war. Und ab und zu kamen meine Kinder dann mal und fragten, wann ich denn nach Hause komme. Und dann konnte ich auch nur sagen, es ist noch ein Kind geboren, in ein paar Stunden und vielleicht auch gar nicht, aber irgendwann denn mal. Und dann habe ich 4 Tage frei und dann ist es gut, dann können wir was machen. Vor wenigen Jahren hat Annemarie ihre Festanstellung in einem großen Krankenhaus aufgegeben. Sie betreut als freie Hebamme Frauen aus dem gesamten Landkreis Celle. Den größten Teil ihrer Arbeitszeit verbringt sie im Auto, auf den Wegen quer durch Lüneburger Heide und ehemaliges Zonenrandgebiet. Sie hat viel zu tun, denn es gibt nur noch wenige Hebammen, die Schwangerschaft und Geburt außerhalb der Kliniken betreuen. Nach der Geburt macht Annemarie für 2 Wochen die Nachsorge, untersucht regelmäßig Mutter und Kind, steht für Fragen rund um Säuglingspflege, körperliche und psychische Probleme der Frauen zur Verfügung. Im Auto hat sie alles Notwendige dabei, sodass sie auch eine unerwartet schnelle Geburt nicht aus der Ruhe bringen kann. Auf Wunsch fährt sie die Frauen in die Klinik und bringt sie nach der Geburt im Auto zurück. Heute besucht sie Ines, die mit Mann und 1,5-jährigem Sohn weit ab vom nächsten Dorf lebt. Ines möchte ihr 2. Kind zu Hause bekommen. Schön knallwarm heute. Fürchterlich wieder. Ja. Erst pinkulieren gehen? Ja, wie du möchtest. Bitte sehr. Danke sehr. So. Soll ich hier draufstellen? Na klar. So. Ich bemühe mich, dass ich es nicht umkippe, ne? Dass es nicht im Teppich gibt. Welches Stück war das schon? Hast du denn im Hinblick auf die Hausgeburt noch irgendwelche Fragen? Eine Prognose über den Termin. Geht er drüber oder geht er nicht drüber? Kann man so nicht sagen. Also mir würde es heute Abend auch gut passen. Morgen auch. Es ist kein Eiweiß im Urin, kein Zucker. Der pH ist in Ordnung. Keine Erythrozyten, also kein Blut irgendwie, ne? Im Asylbewerberheim in Wittingen macht Annette eine Nachsorge. Vor wenigen Tagen hat sie der aus Sierra Leone stammenden Musati bei der Geburt ihrer Tochter Fatima geholfen. Hi, Musati. Als Musati hochschwanger in Wittingen ankam, war sie krank und erschöpft. Die Geburt im Krankenhaus verlief trotz allem sehr schön. Freunde versuchen jetzt, ihr in ihrer schwierigen Situation zu helfen. And Masati, you had to go to the doctor every week, didn't you? I think so. Yeah, right. Because if your iron is low, then you feel very sleepy and all the healing doesn't happen too well. Okay. But and I think you need a lot of strength. Und dieses wird das Zuhause für Musati jetzt noch einige ja, Zeit bleiben. Ich sehe in dem anderen Haus, dass der Stadt gehört, ein Zimmer bekommen kann. Ja, aber nur ein Zimmer auch. Aber auch nur ein Zimmer, aber das wird ein bisschen größer sein. Musatis Asylantrag wurde abgelehnt. Die Geburt der Tochter verhindert zunächst die sofortige Abschiebung. Ihre Zukunft ist ungewiss. Von ihrem Sohn, den sie in Ghana zurücklassen musste, hat sie seit Jahren nichts mehr gehört. Annette sieht es als ihre Aufgabe, hier ganz besonders zu helfen, sich für die Sicherheit von Mutter und Kind einzusetzen und die Abschiebung zu verhindern. Ja. 20 Kilometer nördlich von Celle, in Meißendorf, dem äußersten Zipfel von Annemaries Einzugsgebiet, besuchen wir Susanne und Udo. Susanne erwartet ihr 2. Kind. Der Geburtstermin ist bereits überfällig. Sie kann sich vorstellen, dass wir ihre Geburt filmen. Der 5-jährige Sohn Dominique wurde im Krankenhaus geboren. Erst vor ein paar Tagen hatte Susanne zufällig Annemarie kennengelernt, als sie ihre ebenfalls schwangere Freundin Doro begleitet hatte. Danach stand für sie der Entschluss fest, statt der geplanten Krankenhausentbindung eine Hausgeburt mit Annemarie zu machen. Ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich mir die ganze Zeit völlig die falschen Gedanken gemacht habe. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht,
wie es ist, wenn ich entbinde, wie das mit Dominik dann funktioniert, wie der untergebracht wird, wie das mit Udo am besten läuft, dass er so oft und so schnell wie möglich halt auch ins Krankenhaus kommen kann. Das AKH liegt ja gleich um die Ecke, so ungefähr. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ob ich dann gleich nach Hause möchte am besten noch oder ob ich dann lieber im Krankenhaus bleibe. Aber eigentlich sollte ich doch besser gleich nach Hause, wegen dem Dominik halt. Und als ich bei dir im Garten gesessen habe und mitbekommen habe, wie du mit Doro gesprochen hast und wie ihr beide so miteinander umgegangen seid, und dann kam ja auch noch die Bemerkung, ist das deine Entbindung oder Udos Entbindung? Mhm. Da ist mir so klar geworden, ich habe mir über mich, was ich eigentlich will, was für gar mich wichtig Gedanken ist, gemacht. Gar keine Gedanken Umstände, gemacht. Ne? Den spiele ich so euch vor. Gleich piept's. Da. Wie Lasso, ne? Als jemand ein Lasso schwingt. Dann mal einmal mit einem Bein aus den Hosenbeinen rausschlüpfst. Die Unterhose auch? Ja. Nur mal ein Bein raus. Warte. Ziehen. Du machst mal so zwei Fäuste und legst unter den Po. Noch ein bisschen nach hinten verzogen, aber der Kopf ist ganz tief. Und der Muttermund ist so ein Zentimeter. So ein Anfangsbefund, ja, Zentimeter. Hm. Das muss noch nicht heißen, dass es auch weitergeht und dass es dann auch aufgeht, der Muttermund. Da musst du schon noch ein bisschen zackigere Wehen haben. Ja, die kommen nicht. Und doch, die kommen ja irgendwann. Hast du schon je gehört, dass dein Kind 30 Jahre drin geblieben ist? Meinst du, das kommt heute nicht mehr? Meinst du, das kommt heute nicht mehr? Also jetzt sieht es nicht so aus. Aber wie gesagt, es kann sein, dass in 2 Stunden das Blatt sich total wendet. Wie wollen wir das denn jetzt weitermachen? Soll ich mich jetzt immer, weil ich sollte jetzt theoretisch alle 2 Tage zum Frauenarzt. Nee, dann komme ich alle 2 Tage hierher. Dann komme ich Freitag automatisch sowieso wieder. Heute ist Mittwoch, ne? Ja, morgen, dann komme ich Freitag automatisch sowieso wieder. Okay. Erst vor wenigen Jahren ist Annemarie zurück in das Dorf ihrer Kindheit gezogen. Unweit des Gutshauses, wo sie mit ihren Eltern und 7 Geschwistern aufgewachsen ist. Es war ein bisschen wie zurück nach Hause kommen. 2 Brüder und ein Neffe leben im Ort. Das Haus bewohnt sie allein, die 23-jährige Tochter ist längst ausgezogen. Aber einsam ist sie nicht. Zufriedene Eltern empfehlen sie weiter, sodass sie sich vor Arbeit kaum noch retten kann. Auch wenn der Beruf für sie immer noch der schönste und beste ist, manchmal wird es ihr doch etwas viel. Als Selbstständige hat sie keine festen Arbeitszeiten mehr. Es ist ein Leben auf ständigem Abruf. Annemarie, was ist da? Ja, Annette. Nein, hat sich keine Ängste bestätigt. Und ich habe vorhin versucht, dich zu Hause zu erreichen, aber du bist bei einer Wendung, ne? Annemarie bereut ihren Schritt in die Freiberuflichkeit nicht, wann? Wünschte sich aber manchmal etwas mehr Entlastung. Gut, tschüss. Und was das für Auswirkungen hat, das so auf dein Privatleben? Immer so auf dem Sprung sein dass zu müssen? Dass ich so ziemlich gar kein Privatleben habe. Und wenn ich mal mir ein bisschen Privatleben machen würde, solche Zeiten, muss ich mir richtig regelrecht abzwacken. Mit dem Funktelefon eben unterwegs sein, mit dem Handy. Das heißt auch zum Beispiel, dass ich nicht mal ein Glas Wein trinken kann, eben, wenn irgendwelche Geburten in den nächsten 4 Wochen anstehen und nicht ins Theater gehen kann, was denn da rausgebummelt wird. Das heißt, du bist rund um die Uhr erreichbar? Allzeit bereit. Annemarie handelt ganz nach dem Grundsatz alter Hebammenordnungen, wie der von 1898, in der es heißt, zu jeder Zeit, ob Tag, ob Nacht, ist die Hebamme verpflichtet, Schwangeren oder Gebärenden ohne Ansehen der Person die nötige Hilfe zu leisten. Mit ihrer Schwester Stefanie besucht Annette eine Hebammenausstellung. Sie finden nur selten Zeit, gemeinsam etwas zu unternehmen. Ein kleiner Koffer. Schön. Stefanie ist auch Hebamme, hat sich aber für die Festanstellung in einer Klinik entschieden. Da ist alles drin. Die absolute Hingabe an den Beruf, wie Annette und Annemarie ihn praktizieren, ist ihr zu viel. Nicht zuletzt, weil sie 4 Kinder großgezogen hat. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass viele Pathologien, die im Krankenhaus passieren, zu Hause nicht passieren würden, einfach weil das Umfeld nicht danach ist. Aber dennoch sehe ich einfach für mich, dass es wichtig ist, auch viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und auch
feste Zeiten zu haben, in denen ich weiß, jetzt arbeite ich und dann habe ich frei. Es hat in diesem Beruf einen totalen Bruch gegeben. In den 70er Jahren sind die freiberuflichen Hebammen auf einen winzigen Rest geschmolzen. Das gab es eigentlich als Beruf gar nicht mehr. Und gleichzeitig ist dann der neue Beruf der Hebamme im Angestelltenverhältnis der Klinik entstanden und hat sich nach und nach entwickelt. So wie du, die immer auf dem Sprung ist und immer in Bereitschaft. Ja, das ist auch für Privatleben. Es ist auch eine Belastung und es gilt es eben, das so hinzukriegen, dass man Privatleben hat und ein optimales Arbeitsumfeld. Kannst dich noch erinnern, hier haben wir, ich war glaube ich 10 oder 12 Jahre alt, da haben wir hier gelegen, die Büsche waren glaube ich nicht alle da und da hast du mir den ersten Aufklärungsunterricht gegeben. Da hast du mir so über Geschlechtsverkehr und dass das auch mit zugehört, das hast du immer ausgespart, aber über Fruchtbarkeit hast du mir was erzählt, über Schwangerschaft. Und hast da auch immer sehr, sehr, sehr bildliche Beschreibungen gegeben. Und nach all diesen Beschreibungen fing das ja dann auch mal an, dass du mir ab und an mal einen frühzeitig abgegangenen Fötus mitgebracht hast nach Hause, weißt du noch? Aus dem Dienst, aus dem Weglass mit Formalin, genau. Eingelegt. Und hier haben wir auch immer gelegen an diesem Berg, weil ich hier auch Tennis gespielt habe. Hast du eigentlich auch jemals hier Tennis gespielt? Nee, ich hatte nie Lust, Tennis zu spielen. Cool, du darfst nicht so doll zurücklehnen, sonst rutsche ich ab hinten. Ja? Dann halte ich fest. Ja, wenn ich an dir festhalte, reißt die mit hinten runter. Tante, hier haben wir vor 40 Jahren auch gesessen, nicht? Ja. Kannst du dich noch erinnern, als ich so 12 oder 13 war und Mutti mal behauptet hat, dass wir eine lesbische Beziehung miteinander hätten? Ja, das war bei Tante und Nichte immer so. Ja, schrecklich. Eigentlich. Ne? Ja, vielleicht diese nahe Beziehung, die wir so zueinander hatten, die Beziehung, die ich zu dir als Frau haben durfte, hat vielleicht auch so auch was mit zu dem. Aber die hattest du ja zu Großmutter genauso intensiv. Und da hast du so eine Mutmaßung nicht gehabt. Ja, aber dass du diese intensive Beziehung zu dir als Frau oder vielleicht auch zu Großmutter als Frau, das sicherlich damit zu beigetragen hat, eine positive Einstellung diesem Berufsbild gegenüber auch zu kriegen. Mhm. Zweiter Besuch in Meißendorf bei Susanne und ihrer Familie. Hallo. Hallo, Susanne. Und Udo sagte jetzt so, Schmerzen und kann es gar nicht richtig mehr laufen schön? Nee, seit gestern. Ja, das ist schön runtergesackt. Aber soweit ist alles in Ordnung. Kind geht's gut. Ja, abends ist es halt nur so, abends könnte ich heulen. Also abends ist dann so der Zeitpunkt. Ja, weil du den ganzen Tag wartest. Mhm. Und dann ist man abends enttäuscht, bevor man zu Bett geht, ist es wieder nichts geworden. Ne? Als Udo von der Idee einer Hausgeburt hörte, war er zunächst entsetzt. Aber nach einem Gespräch mit Annemarie änderte er seine Meinung. Du möchtest das unbedingt hier? Nee. Warum? Ja, möchte ich jetzt. Du hast so viel Zweifel gehabt mit der Hausgeburt. Jetzt möchte ich das hier. Ja. Und warum? Weiß ich nicht. Ich möchte, dass er heute Geburtstag hat. Deine Mutter möchte das auch so gerne. Dolle gerne. Ja, der 7. Tag heute schon drüber. Also. Dein Vater möchte das auch so gerne. Komm mal bitte raus, Bruder. Annemarie hat immer davon geträumt, selbst einmal Großfamilie zu haben. Das hat sich so nicht ergeben. So sind die von ihr betreuten Familien ein bisschen der Ersatz für das fehlende Familienleben. Das Gut, auf dem sie aufgewachsen ist, bewirtschaftet jetzt ihr ältester Bruder. Auf dem dazugehörigen Friedhof liegen ihre Eltern begraben. Und hier liegen meine Eltern, Stoiber, und meine Mutter, hier geborene Bülow, liegt hier an der Seite. Und ich möchte eigentlich gerne hier in die Mitte zwischen meinen Eltern. Es wird wohl nichts. Warum wird das nichts? Warum kannst du hier nicht begraben werden? Weil ich kein direkter Bülowscher Nachkomme bin. Noch eine Stufe weiter. Das reicht nicht, um hierher zu kommen. Annemarie, wie war denn das so mit deiner ersten Liebe? Das war ein Schlagzeuger. Und den habe ich kennengelernt in Sülze auf dem Heideblütenfest. Dann hat er Schlagzeug gespielt und dann hat er das Schlagzeug jemand anders gegeben. Hat mit mir getanzt und dann hat er mich nach Hause gebracht. Da war ich bei einer Freundin zu Besuch.
Und dann hat er mir hier auf die Stirn einen Kuss gegeben, da habe ich mich Jahrzehnte nicht gewaschen, weil der da bleiben sollte. Ja, das war eine ganz große Liebe. Aus der später geschlossenen Ehe mit einem Spanier stammt ihre Tochter Carolina. Die Ehe hielt nicht lange, sie zog die Tochter allein groß. Aber es ist ja schwierig bei einem Beruf, der einen so fordert, überhaupt Beziehungen langfristig zu halten. Ja, es ist schwer. Habe ich auch nie wieder gemacht. Nach der Trennung war ich alleinerziehend und bin keine Beziehung wieder eingegangen, weil ich das auch nicht wollte. Für meine Tochter nicht. Und ja, habe dann alleine gelebt mit meiner Tochter und für meine Tochter. Im Gegensatz zu Annemarie lebt Annette im kleinstädtischen Wittingen in erreichbarer Nähe zum Krankenhaus. Sie wohnt noch nicht lange hier. Viele Jahre lebte sie abwechselnd in Australien, mit ihrem australischen Mann in einer ländlichen Selbstversorgergemeinschaft und in Deutschland. Dies ist jetzt der erste vorsichtige Versuch, sich auf einen längeren Aufenthalt einzulassen. Den Traum vom Selbstversorgerdasein hat sie zwar vorerst aufgegeben, aber sie interessiert sich noch immer für alternative Lebensformen. So bietet sie neben ihrer Hebammenarbeit eine in Australien gelernte, ungewöhnliche Massageform an. In Australien hat sie auch ihre beiden Kinder geboren. Bei der ersten Geburt half ihr eine erfahrene Frau. Das Kind kam ganz unkompliziert zu Hause zur Welt. Bei meiner zweiten Geburt war meine Hebamme meine 18 oder 20 Monate alte Tochter. Und die hat das ganz, ganz toll gemacht. Die hat mich in Ruhe gelassen, wenn ich in Ruhe gelassen werden musste, hat mir zu trinken gebracht. So was diese Erinnerung, die ich an meine Tochter habe, wie die eben da war. Und auch bei der eigentlichen Geburt, da stand sie mir da zwischen den Beinen und die Fruchtblase platzte und sprang ihr ins Gesicht und da hat sie diesen gemacht. Den kam Dorian auch gleich hinterher. Und als ich ihn dann auf dem Bauch hatte, da ist sie bloß dahin gegangen, hat ihm ein Küsschen gegeben und ihn benannt. Das war was ganz, ganz Natürliches für sie. Noch ist Annette sich nicht sicher, ob sie tatsächlich dauerhaft Hebamme sein will. Nach der Trennung von ihrem Mann war es zunächst wichtig, überhaupt wieder eine eigene Existenz zu gründen. In ihrem alten, gebraucht gekauften Porsche fährt Annette zu ihren Vor- und Nachsorgen. Tatsächlich, erzählt sie, werde sie von den Männern, seitdem sie dieses Auto fährt, mehr wahrgenommen, ja anerkannt. Heute besucht sie Angela, die mit Mann, drei Kindern und ihren Eltern auf einem von ihnen bewirtschafteten Bauernhof lebt. Ihr drittes Kind, der Sohn Fiete, wurde vor 5 Tagen in Wittingen geboren. Kennengelernt hatte Annette die Familie vor 2 Jahren bei der Geburt der zweiten Tochter. Da das Wetter so gut ist, macht Annette die Nachsorge im Garten. Ich wollte bei dir noch mal auf den Bauch gucken. Ja, komm. Sehen, dass ich die Gebärmutter schön zurückgezogen habe. Lisa, darf ich mich da mal hinlegen? Mama, ich will lieber. Ja, du kannst dich ja neben mir hinlegen, ja? Willst du das machen? Komm her. Mama legt sich jetzt hier erstmal hin. Mit Stuhlgang hast du auch keine Probleme? Nee, auch nicht. Das auch diesmal gut. Mit dem Pinkeln nicht. Und ja, zieht sich die Gebärmutter wieder ein bisschen zusammen, nicht? Ja, ich merke das schon. Ja, da unten. Schön. Gut. Mhm. Toll, toll. Und die Brust ist auch schön. Ja. Schön weich nach dem Stehen. Ich habe schon Windeln drin. Oh ja. Weil ich nie. Man, jetzt ist sie weich, gut. Weil er vorhin gerade getrunken hat. Ja, ne? Schön. Bei einer Führung im Wittinger Krankenhaus vor 12 Wochen hat Angela Annette wieder getroffen. Die alte Vertrautheit war sofort wieder da und die Entscheidung für eine weitere gemeinsame Geburt überhaupt keine Frage. Annette hat bei mir dann auch immer angerufen gehabt, wie es mir denn ergeht, weil ich ja nun schon Öffnung hatte und wir müssten doch mal CTG schreiben, also Herztöne überwachen und wenn was ist, sie ist jederzeit dienstbereit für mich und das war so unheimlich schön, ne? Auch so, dass ich angerufen hatte, komm her, wir können auch zu Hause eine Hausgeburt machen. Meine ich, nee, also das möchte ich denn nicht. Und auch jetzt so mit den Nachsorgen. Das finde ich toll. Das ist nicht so ein angespanntes Verhältnis, das ist ganz locker. Als ob das eine Schwester ist oder halt eine Freundin, ne? 3260 Gramm. Ja, hat er doch wieder abgenommen. Ja. So von daher. Mit Anmal war doch auch gut, wo sie dann in Krankenzimmer reingekommen ist, oder? Ja, diesmal auch wieder. Ja. Ne? Gleich umarmt und Mensch, herzlichen Glückwunsch und wie geht's euch? Wie ist denn das überhaupt dazu gekommen, zu deiner Entscheidung, Hebamme zu werden? Es war ganz eigenartig, weil ich die 7. und jüngste von unserer Familie bin und immer zu sitzen geblieben bin in der Schule. Und dann hatte ich das Gefühl, ich müsste ganz schnell eine Ausbildung machen, dass ich meinen Eltern von der Tasche käme. Und habe dann ein Haushaltsjahr gemacht. Und in dem Haushaltsjahr habe ich erfahren, dass es eine Ausbildung gibt zur Wochenpflegerin. Und dann habe ich mich da sofort angemeldet in der Landesfrauenklinik in Celle. Und nach einem Vierteljahr
gemeinsamen Unterricht mit den Hebammenschülerinnen trennte sich der Unterricht und meine Schulschwester Thea hat mich gefragt, ob ich nicht umsteigen wollte in den laufenden Hebammenkurs. Und da habe ich gesagt, weiß ich gar nicht, was eine Hebamme ist und was sie macht. Aber ich fahre mal nach Hause und frage mal meine Eltern. Und dann bin ich per Anhalter nach Hause gefahren, nach Hohne, und habe meine Mutter gefragt, was sie davon hält, wenn ich Hebamme werde, weil Thea das gesagt hatte. Dann hat sie gesagt, der Beruf der Hebamme ist der älteste Beruf, der schönste Beruf, der fraulichste Beruf, der erfüllendste Beruf. Aber ob du das machen willst oder nicht, musst du allein entscheiden. Dann bin ich wieder per Anhalter nach Celle gefahren, habe ich zu Thea gesagt, gut, dann werde ich eben Hebamme. Annemaries Lehrhebamme Thea, 74 Jahre alt, war über 20 Jahre als Klinikhebamme tätig. Sie lebte fast immer in Schwesternwohnheimen. Kost und Logis waren dort frei. Erst in den letzten Berufsjahren bezog sie eine Mietwohnung. Nach der Berentung kaufte sie sich eine eigene. Ausstattung und Möbel hat sie sich zusammengesammelt, zum Teil von ihrer Mutter geerbt. Sie teilt die Räume mit ihren Hunden. Zeitweise wohnt auch ihr 50-jähriger Sohn bei ihr. Diese Wohnung habe ich gekauft, weil das eine Eigentumswohnung ist jetzt. Und bin ein halbes Jahr vor der Pension, also vor Rentenbeginn, hier eingezogen, weil das eine sehr günstige war. Und weil ich immer gedacht habe, wenn man 65 ist, muss man sowieso bald ins Altersheim. Also habe ich diese Wohnung genommen, die nicht so teuer war. Sie ist auch als Rentnerin nicht untätig geblieben, gibt weiterhin Schwangerschaftsvorbereitungskurse und betreut zusammen mit Annemarie Hausgeburten. Ihr Beruf hatte immer Vorrang vor dem Privatleben. Zu heiraten oder etwa nur Hausfrau zu sein, konnte sie sich nie vorstellen. Das gleiche Engagement erwartete sie als Lehrhebamme auch von ihren Schülerinnen. Und zum Beispiel habe ich, weil die Schülerinnen bei mir auf dem Flur wohnten, und dann hatte ich mir so angewöhnt, wenn die zum Beispiel, wenn es um Steißlagenentwicklung geht, das ist so ein Schema, einmal nach Pfalz-Melli oder nach Bracht entwickeln, dann bin ich nachts in die Zimmer gegangen und habe sie geweckt und habe gesagt, sag mir mal schnell, wie eine Steißlage nach Bracht entwickelt wird. War sie empört, aber sie haben es gelernt und ich bin ganz sicher, dass jede dieser Schülerinnen auch heute jede Steißlage entwickeln können, ohne dass da ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Alarm bei Udo und Susanne. Ja, heute Nacht war schon Blasensprung und sowas. Und naja, ich denke mal, dass es jetzt gleich losgeht. Oder demnächst losgeht. Auf jeden Fall fühle ich mich gerade ziemlich beschissen. Und ja, keine Ahnung. Weiß nicht, alles schlecht geschlafen. Susanne hat um 5 irgendwie, muss unbedingt noch abwaschen. Also sie meinte irgendwie, jetzt muss das alles, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Na, auf jeden Fall weiß ich auch nicht. Ist alles ganz schön durcheinander. Mir schlecht. Aber ja, ich freue mich riesig. Ganz nach hinten verzogen und Finger durchgängig. Nach Fruchtwasser riechen tut es nicht. Es riecht nach Schleim und Schleimfropf eher. Ne? Das heißt? Das heißt, dass wir jetzt zackig Wehen machen müssen, wenn wir was werden wollen. Wir wollen ja. Meins noch nicht. Also es ist so, dass man durch ein zues Scheunentor nicht mit dem Trecker rausfahren kann. Bei manchen Frauen ist es ganz, ganz viel, extrem viel Schleim, dass man immer denkt, es ist Fruchtwasser, es kann nicht sein, dass es als Schleim ist. Mhm. Und dann irgendwann ist es der Schleimfropf ganz gelöst und dann ist es auch vorbei. Ne? Mhm. Man hat ein ganz komisches Gefühl, wenn er nach Hause kommt oder zwischendurch anruft und fragt, und hast du Wehen gehabt? Und ich wieder mal sage, nie. So dieses schlechte Gewissen dabei schon, als ob ich selber dran schuld bin. Oh Gott, irgendwas machst du falsch. Du musst doch wohl ein Kind zur Welt bringen können. Jeder kriegt Wehen, nur du nicht. Andere Gefühle habe ich, glaube ich, kaum noch. Es konzentriert sich, glaube ich, im Moment alles nur noch auf dieses Warten auf die Wehen. Und das nervt. Hinlegen, der Arzt kommt. So, das rechte Bein ein bisschen anheben und im Fußgelenk kreisen. Was passiert mit den Männern? Das ist ja ein Vorbereitungskurs für Geburten. Die machen keinen Kurs mit. Wenn die das gerne möchten, fahre ich vorher noch mal zu denen nach Hause. Und wenn sie Fragen haben, fragen sie das. Weil von den Frauen ganz, ganz selten nur mal die Frage kommt, ob der Mann mitkommen kann zum Kurs. Und weil sich das nie ergeben hat, weil es immer reine Frauenkurse waren, habe ich das so beibehalten. War gar keine Absicht, es hat sich einfach so ergeben. Und die andere Seite.
Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch. Ich denke eigentlich, dass ich jetzt meinen Idealpunkt schon erreicht habe in der Ausübung meines Berufes, wie ich ihn jetzt ausübe. Dass sie auch Zuversicht haben, dass die Geburt gut geht und dass sie sich fallen lassen können und dass sie ja, sich auch führen lassen ein bisschen, weil man ja doch nach 33 Jahren Berufserfahrung schon ein bisschen weiß, wie der Hase läuft und dass sie einfach das Zutrauen haben auch. Da bin ich gut aufgehoben und die weiß schon, wenn sie mir was sagt, wird das schon Hand und Fuß haben. Nochmal schwer werden lassen. Und lockern. Und wieder schwer werden lassen. Und lockern. Wird Annemarie zu einer Geburt gerufen oder kann sie aus anderen Gründen ihre Kurse nicht geben, fährt Thea oft mehr als 50 Kilometer, um für sie einzuspringen. Sie ist noch immer viel unterwegs, reist gerne und ist nur selten zu Hause. Neben der Arbeit mit Annemarie engagiert sie sich in der Seniorenarbeit und gibt Gymnastikkurse. Sie wurde 1924 im niedersächsischen Wendland geboren, hat in Braunschweig, Hamburg, Hannover und anderen Städten als Hebamme gearbeitet. Dass sie aber einmal diesen Beruf ergreifen und so lange ausüben würde, hätte sie in jungen Jahren selbst nie geglaubt. So. Das war das Schlimmste, was ich überhaupt erlebt habe, weil ich nicht wusste, was eine Geburt ist. Ich war gerade 18 und da ich hatte auf der Chirurgie gearbeitet und da waren immer Magenoperationen. Drei Männer hintereinander musste ich nur am Bett sitzen und den Tropf bewachen sozusagen und den Patienten. Und immer ist der Patient gestorben und da war ich so unglücklich und wollte aufhören und habe gesagt, ich kann das nicht, das ist ja schrecklich. Dann haben die mich auf eine medizinische Station versetzt, damit ich ein bisschen ruhiger wurde. Und da kam aus einem Zimmer im Mittagsdienst eine sehr korpulente Schwester raus und sagte, passen Sie mal hier auf, ich gehe jetzt mal in Freistunde. Da dachte ich, ach du lieber Gott, jetzt stirbt schon wieder jemand und ich muss da schon wieder aufpassen. Und dann bin ich immer bloß zur Tür und habe gehorcht und habe gemerkt, der da drin liegt, der lebt noch, weil ich Töne gehört habe. Und irgendwann kommt diese Schwester zurück und sagt, sie haben sich ja gar nicht gemeldet. Sag, brauch dich nicht, der Patient lebt noch. Und da dachte die, ich wäre geisteskrank oder so. Und dann klingelt's und ich muss da rein. Und da ist eine Frau und stöhnt und schreit und drückt und presst. Und da kommen ihre ganzen Innereien. Ich denke, der ganze Bauchinhalt, Darm und alles kommt da raus. Und in Wirklichkeit war das ein Kind. Und als ich das merkte und mitkriegte, habe ich so einen Schock gekriegt. Ich bin da rausgerannt, ich dachte, mein ganzes Leben kann ich kein neugeborenes Kind sehen. 1942, mitten im tobenden Weltkrieg, beginnt Thea, gerade 18-jährig, eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und meldet sich sofort nach Beendigung des Kurses freiwillig an die Front, ist aber noch zu jung. So wird sie per Mobilmachungsbefehl ins Lazarett nach Stendal versetzt und versorgt dort verwundete Soldaten. Nach dem Sieg der Alliierten gerät sie in Kriegsgefangenschaft und kommt in ein Gefangenenlager der britischen Zone nach Munster. Nach halbjähriger Haft wird sie entlassen. Später arbeitet sie in einem völlig überbelegten Flüchtlingslager. Dort lernt sie einen Schlesier kennen und lieben. Er war 20 Jahre älter als ich. Als ich den kennenlernte, das war im Flüchtlingslager Uelzen, da war mein Vater gerade gestorben und das war so ein Mann zum Anlehnen. Nicht? Da brauchte ich so ein bisschen Schutz und das hat sich dann so ergeben. 1949 kommt der Sohn zur Welt. Er wächst bei ihrer Mutter auf. Sie muss arbeiten, um für den Unterhalt zu sorgen. In Hameln, im Kreiskrankenhaus, lernt sie die Hebamme Hanna Hunte kennen, die Thea überredet, ihr bei der Betreuung der Schwangeren zu helfen. Hanna Hunte ist überzeugt, dass Thea Hebamme werden muss und meldet sie einfach als Schülerin in der Hebammenschule Braunschweig an. Da kriegte ich von der Stadt Braunschweig Bescheid, ich möchte meine Papiere einreichen. Ich wusste gar nicht, warum. Das hatte sie alles geregelt, aber offensichtlich hatte ich dann doch Spaß gekriegt, denn ich habe das dann auch gemacht und wurde dann hier Hebammenschülerin. Die Ausbildung findet im Krankenhaus Zellerstraße in Braunschweig statt. 1944 war das Krankenhaus bei einem Bombenangriff zerstört worden, sodass der gesamte Krankenhausbetrieb in den Bunker verlegt wurde. Noch bis Mitte der 50er Jahre fand die Geburtshilfe im Bunker statt. Hier waren drei Kreisbetten drin. Man sieht es hier noch an diesen Anschlüssen. Drei Betten standen hier. An jedem Bett war ein Lachgasgerät. Ja, und dann wird hier Geburtshilfe betrieben. Als Thea ihre Ausbildung begann, fanden die meisten Geburten noch zu Hause und nicht in Kliniken statt.
Bei der Schulung der Hebammen wurde großer Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen selbstständig und auch außerhalb der Krankenhäuser ohne die Sicherheit eines medizinischen Apparates im Hintergrund arbeiten konnten. Erst in den 60er Jahren, da ist Thea bereits Lehrhebamme, setzt der Trend zur Klinikgeburt ein. Zunehmende Technikbegeisterung und Fortschrittsgläubigkeit führten nicht nur zum ersten Mondflug, sie brachten die technischen Geräte in die Haushalte. Eine Entwicklung, die auch die Geburtsmedizin nicht verschont. Immer mehr medizinische Apparate finden Einzug in den Kreißsaal. Thea hat später in ihrer Ausbildungsklinik als Oberhebamme gearbeitet und musste erleben, wie mehr und mehr Verantwortung an die Ärzte abgegeben wurde. Den Einzug der Technik in den Kreißsaal, wie Saugglocke oder CTG, hat sie kritisch miterlebt. Das war auch für mich ein Beweggrund, einfach nicht mehr in der Geburtshilfe zu arbeiten, weil die Hebammentätigkeit als solche, das, was man eigentlich machen wollte, die Frau richtig betreuen, dadurch wegfiel, mehr oder weniger. Man stellte die Apparate an und ging raus. Und dann kamen die Ehemänner dazu, dann übernahmen die diese Rolle. Dann saßen die bei ihren Frauen und hüteten die Wehen sozusagen. Und die Hebamme kam zwischendurch mal rein und fragte, wie geht's denn? Seit den 80er Jahren wächst die Kritik an den klinischen Zuständen in der Geburtsmedizin. Eine steigende Zahl werdender Eltern wünscht sich ein individuelles und ganz privates Geburtserlebnis, was zu einem leichten Anstieg der Hausgeburten geführt hat. Natürlich bin ich als Kliniker nicht ein Befürworter der Hausgeburt, wobei ich durchaus weiß, dass eine gewisse Tendenz zur Hausgeburt besteht. 2% aller Frauen wollen diese Möglichkeit wahrnehmen. Inwieweit die Sicherheit eben dann gegeben ist, das hängt von der Überwachung der Geburt ab, das hängt von den räumlichen Gegebenheiten ab, was passiert bei einer unvorhergesehenen Risikosituation, die auch bei einer unproblematischen Schwangerschaft in 15% während der Geburt auftreten kann. So normale Schwangere könnten schon eine Hausgeburt machen. Aber es gibt Frauen, ich habe es zum Beispiel erlebt, dass eine junge Studentin, die unbedingt eine Hausgeburt machen wollte, sehr verspannt war. Und Stunde um Stunde, und der Muttermund ging nicht auf, und da habe ich sofort gemerkt, sie war so Öko-Dame, möchte ich sagen, nicht? Und wollte nun auch dementsprechend eine Hausgeburt vorzeigen. Aber im Grunde, im Hinterkopf hat sie wohl doch sehr große Angst gehabt. Dann habe ich gesagt, es hat keinen Zweck, das wird nichts hier, das zieht sich um Stunden noch hin. Ich habe sie ins Krankenhaus gebracht und eine Stunde später war das Kind da. Da war sie dann entspannt und da hat man gesehen, diese Frau musste ins Krankenhaus, um spontan entbinden zu können. Direkt vom Braunschweiger Krankenhaus werden wir zu Susanne gerufen. Die Geburt geht los. Schon ein bisschen gesehen. Hm.
Und jetzt aber los. Festes. Ausatmen. Drück mal mit der Luft. Jetzt. Bei der nächsten wir. Dann atme schon. Ganz schön Luft holen. Ganz schön Luft holen jetzt. Ganz ruhig. Ganz jetzt ruhig. Drückst komm, du dann das Kessel. Lass die Wehe erst richtig kommen und wenn du mitdrücken möchtest, drückst du. Anhalten die Luft und mit der Luft drücken. Wo ist sie denn? Jetzt noch länger drücken. Ganz schnell undrücken. Noch ein bisschen doller, noch ein bisschen, 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 noch ein Schubs, noch ein Schubs, noch ein Schubs. Super. Noch ein Schubschen. Prima. Schnell nochmal Luft holen. Schnell nochmal Luft holen und gegendrücken. Gegen die Spannung andrücken. Bitte, Susanne, ist gleich da. Noch ein Schubschen. Hechel mal. Ja, so ist es. Lang ausatmen, das drückt jetzt so, weil das Köpfchen da so drin steht. Dann atmen mal ein bisschen. Sauerstoff zum Kind, ne? Ich kann nicht mehr. Einfach Luft holen und drücken, Susanne. Jetzt drücken. Prima. Feste drücken. Feste noch ein bisschen. Noch ein Schubs, noch ein Schubs. Noch ein Schubs drücken. Einmal ordentlich drücken, dann ist es da. Nicht doch nicht. Ganz ruhig Luft holen, Susanne. Ganz schön Luft holen. Schön im Bauch atmen, Susanne. Jetzt ist die Wehe vorbei. Ganz ruhig atmen. So. Jetzt langsamer. Und drückst noch mal. Meine! Drücken. Drücken. Hecheln. Und ich sterbe. Du stirbst nicht. Ich sterbe. So ein dicker Ploppen, du. Guck mal, wie groß der ist. Ich sehe ihn nicht. Oh Gott. Und das ist schön. Ja, dass du auch deine Schäfchen zusammenhältst. Oder was los?